Hallo und willkommen bei den How-To-Buddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr auf eurem Google Pixel 8 einen Fingerabdruck als alternative Entsperrmethode zu eurem PIN-Muster oder was auch immer einrichten könnt. Wir haben ja jetzt aktuell gerade eine vierstellige PIN eingerichtet. Wenn wir jedoch mal in die Einstellungen gehen und dann runter bis Sicherheit und Datenschutz und hier dann zur Geräteentsperrung, haben wir hier unten Entsperrung per Gesichtserkennung und Fingerabdruck zum Einrichten tippen. Den Bereich müssen wir dann auch erstmal mit unserer PIN entsperren und haben dann hier Entsperrung per Fingerabdruck. Jetzt können wir hier dazu alles durchlesen. Wenn wir hier runtergescrollt haben, haben wir auch erst die Möglichkeit, auf Ich stimme zuzuklicken. Und der Fingerabdrucksensor befindet sich auf dem Bildschirm. Das heißt, ich suche mir jetzt mal einen Finger aus und klicke dann hier auf Starten und muss dann den Finger immer anheben und wieder auflegen und eben in verschiedene Richtungen drehen, damit auch jeder Aspekt meines Fingerabdruckes aufgezeichnet wird. Das mache ich dann so lange, bis der Kreis voll ist. So, der Fingerabdruck wurde hinzugefügt. Jetzt könnte ich noch einen weiteren hinzufügen oder auf Fertig klicken und siehe da, Finger 1 ist hinzugefügt. Jetzt können wir das Ganze mal austesten. So, lege ich hier den falschen auf, Fingerabdruck nicht erkannt und mit dem richtigen entsperrt sich sofort das Gerät, falls ihr das sehen konntet. Also eine super angenehme Lösung, um schneller das Gerät entsperren zu können, sowie Apps downloaden, App-Inkäufe tätigen zu können, ohne eben die PIN einzugeben. Aber keine Sorge, sollte das aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, habt ihr immer noch die Möglichkeit, wenn ihr hier hochwischt, eben eure PIN oder euer Muster ganz normal zu verwenden wie zuvor. Jetzt können wir auch nochmal in die Einstellungen gehen. Hier Sicherheit und Datenschutz, Geräteentsperrung. Und dann hier unten auf den Fingerabdruck, Entsperrung per Fingerabdruck und dann können wir den Finger auch ganz leicht wieder rauslöschen. Ich hoffe, dieses kurze Video zum Einrichten eines Fingerabdruckes auf eurem Google Pixel 8 hat euch gefallen und geholfen. Dann hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns schon im nächsten Video. Bis dann, tschüss!